Moin Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Testy Boy. Heute mal was Neues. Ich habe zurzeit so Bock, so verschiedene Videos zu produzieren. Und ja, ich probiere das jetzt einfach aus. Und zwar folgendes. Wie ihr im Hintergrund seht, leuchtet das hier. Und zwar weiß. Ich habe bei mir in der Firma einen alten Leuchtkasten mitgenommen. So alte Leuchtkästen, die ihr auch so von Werbung und so kennt. Und ich habe mir gedacht, wir bauen uns einen richtig geilen Testyboy-Leuchtkasten. Genau, wir bauen uns einen richtig geilen Testyboy-Leuchtkasten. Ich habe ja das Glück, zu Hause einen Plotter zur Verfügung zu haben. Und auch die Software. Und ja, ich würde sagen, wir bauen uns einen richtig geilen Leuchtkasten. Ich setze grafisch mal ein bisschen was und dann gucken wir mal, was wir machen können. Plotten das Ganze und ballern das darauf und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Und wenn es geil aussieht, habe ich mir gedacht, könnte man das vielleicht als Format machen. Ich habe noch einen zweiten Leuchtkasten hier stehen. Und bekommen wir noch einen dritten und zur Not können wir hier die Scheibe auch noch auswechseln. Und ich dachte, vielleicht bauen wir so YouTuber-Leuchtkästen oder so. Mal gucken, was daraus entsteht, ob ihr da überhaupt Bock drauf habt. Ihr könnt mir das ja mal unten in den Kommentaren sagen. Und ich würde sagen, wir wechseln direkt zum Rechner und gestalten was. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich euch da mitnehme oder ob ich euch jetzt direkt den fertigen Entwurf zeige und wir direkt zum Plotten und Ausheben übergehen. Bis gleich. Ich würde sagen, wir machen das erstmal ganz klassisch. Nimm einfach das Testyboy-Logo und werden das negativ in so eine Folie reinplotten, dass man nachher nichts sieht außer das Logo. Ich checke jetzt mal, welche Farbe ich nehme. Ist so ein bisschen die Frage, ob wir nachher das Logo noch farblich abheben wollen von dem Rest oder ob wir es so negativ lassen. Weil dann müsste ich hier eine Folie nehmen, die kaum leuchtet. Alternativ kann man es genau andersrum machen. Man nimmt eine leuchtende Folie, macht das Testyboy in der leuchtenden Folie und das macht man in der nicht leuchtenden. Oder man lässt den Kasten einfach weiß leuchten, was hier jetzt schwarz ist, und das lässt man in Farbe leuchten. Ich check einmal, was für Folien ich habe und dann let's go. So, ich habe mich mal für matt schwarz entschieden. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob das geil aussieht. Ich werde dann das, was hier jetzt glänzend schwarz ist, matt schwarz und das Innere dann sozusagen negativ da drin. Ich würde sagen, wir testen das mal. Let's go. So, jetzt seht ihr auch mal, wie es hinter der Kamera aussieht. Also, da ist sonst der Schreibtisch, wo ich sitze. Und hier steht der Plotter und die Softbox immer. Und wir legen jetzt mattschwarz ein. Worauf ich richtig Bock hätte, ist einen Leuchtkasten zu machen von Ungel mit Schlee und so. Also, falls ihr darauf Bock habt, schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Wenn ihr das kacke findet, weil ihr es zu Hause eh nicht nachmachen könnt, und ihr keinen Plotter oder so habt, dann schreibt es halt auch unten hin. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich geil ist. Überflüssige Folie kommt weg und
dafür, genau, die überflüssige Folie kommt erstmal weg. Das heißt, alles, was wir nicht brauchen, wird erstmal entfernt. Ich habe das jetzt genau so angelegt. Das ist jetzt genau so angelegt, dass es genau passt. Der Rahmen kann auch weg. Und dieses Rechteck nachher wird das Endformat sein. Und wir wollen das hier negativ, das heißt, ich nehme jetzt den großen Außenrahmen sozusagen, kommt weg. Zack. Schon geil, so ein Plotter, was der alles kann. Wenn ihr noch mehr Bock auf irgendwelche Aufkleber-Plotter-Videos habt, dann schreibt es doch unten in die Kommis. Ja, wir ziehen jetzt hier fleißig den ganzen Kram weg, den wir nicht brauchen. Hier kommt auch schon der Testy Boy. Das Ganze jetzt aus. Das wird jetzt mit einer Applikationsfolie überzogen. Ich kann ja nicht jeden Buchstaben einzeln aufkleben. Dafür habe ich hier mein Spezialgerät. Und dann mit einem Rakel festgerakelt. So sieht das Ganze aus. Die überflüssige. So, ich habe euch mal noch ein Stück höher gesetzt. Jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen jetzt die Platte von dem Leuchtkasten. Gucken nochmal, ob der schön Dreck, dass die schön dreckfrei ist, weil jeden Dreck werden wir nachher sehen. Und dann nehmen wir uns den Plot. Gucken, dass das hier jetzt genau passt. Jetzt machen wir es so. Wir nehmen Tape und kleben uns das hier einmal mittig fest. So. Und dann machen wir das so. Wir klappen das um und ziehen jetzt mit der Übertragfolie zusammen das Papier weg. Und zwar so, jetzt sieht man schon, Testy Boy. Jetzt wird hier das Papier einfach abgeschnitten. So, und jetzt nehmen wir das Rakel, halten das hier stramm und rakeln das hier schön fest. Noch sieht es ein bisschen strange aus, ihr werdet aber gleich sehen. Das Tape kommt weg. Jetzt klappen wir von der Seite nach vorne. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir jeden Buchstaben und alles, alle Innereien mitnehmen. Und jetzt kommt die Magie, sage ich mal. Die Übertragfolie abgezogen. Wir haben das Testy Boy Logo auf der Platte. Das sieht echt mega nice aus. Test machen können. Ich gucke nachher mal bei Wish, ob die so Mini-Leuchtkästen haben. Das wäre ja mega nice. Oder irgendwas, was ich als Leuchtkasten umbauen kann. Das wäre natürlich geil. Also, so sieht das Ganze jetzt aus. So sieht die Platte aus. Geplant ist jetzt, dass nachher hier alles, was jetzt weiß ist, leuchtet und der Rest nicht. Wir wollen mal gucken, wie das in der Praxis aussieht. Wir holen uns jetzt unseren Leuchtkasten wieder hier hoch. Wir haben die Platte, setzen sie ein. Der Klapprahmen wieder runter. Jetzt ist das hier schön fest drin mit meinem Pullover. So. Und ich würde sagen,
Ich schalte das Licht aus. Und wir lassen uns überraschen. Geile Scheiße an. Also es hat genau so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Man sieht wirklich nur das Testyboy-Logo. Ich mache mal kurz ein bisschen Licht, dass ihr mal seht, wie das funktioniert. Jetzt seht ihr das ja. Der Leuchtkasten komplett silber und wirklich nur das Testyboy-Logo leuchtet. Finde ich hammergeil. Sieht ja wohl mega nice aus. Also ich hätte fast gesagt, man hätte hier noch was drumrum machen können. Also hier an den Seiten so. Also da und da. Da oben und hier vielleicht noch irgendwas. Aber ja, schreibt mir unbedingt mal in die Kommis, auf was ihr Bock habt, ob ihr das geil findet. Und ja, ich komme nochmal vor die Kamera. Da ist er, der Leuchtkasten. Ja, mega geil geworden, oder was? Ja, das war mal ein kleiner Ausflug in was anderes auf meinem Kanal. Versuche jetzt mittwochs auch noch ein Video hochzuladen. Ihr seht das Video ja quasi jetzt an einem Mittwoch. Ich verspreche es aber nicht, weil manchmal packe ich das mit der Arbeit und so nicht. Aber wenn ich es schaffe, dann kommt auf jeden Fall was. Sei es ein Vlog, sei es sowas, sei es irgendwas anderes, worauf ich gerade Bock habe. Ihr könnt ja mal unten in den Kommentar schreiben, was ihr jetzt von diesem Video gehalten habt. Ob ihr Bock habt, mehr sowas zu sehen oder nicht. Oder ob ihr vielleicht sogar noch Ideen habt für eigene, andere Leuchtkästen. Ich kann Aufkleber, T-Shirts, was auch immer. Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bevor ich Tschüss sage, 70% der Leute, die meine Videos gucken, haben den Kanal nicht abonniert. Wenn du dazu gehörst, dann drück doch den Abo-Button. Es kostet dich gar nichts. Mich unterstützt das Ganze und ich würde mich sehr freuen. Vergesst die Glocke auch nicht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns Sonntag wieder. Haut rein. Tschüss.